Vraldá ist das Allerälteste, denn es schuf alle Dinge. Vraldá ist alles in allem, denn es ist ewig und unendlich. Vraldá ist überall gegenwärtig, aber nirgends zu sehen. Darum wird sein Wesen Geist genannt. Alles, was wir von ihm sehen können, sind die Geschöpfe, die durch sein Dasein kommen und wieder von hinnen gehen. Denn aus Vraldá kommen alle Dinge und kehren alle Dinge. Aus Vraldá kommt der Anfang und das Ende. Alle Dinge gehen in ihm auf. Vraldá ist das eine allmächtige Wesen, denn alle Macht ist von ihm geliehen und kehrt zu ihm wieder zurück. Aus Vraldá kommen alle Kräfte und alle Kräfte kehren zu ihm wieder. Darum ist es allein das schöpferische Wesen und da ist nichts erschaffen ohne es. Vraldá legte ewige Satzungen, das heißt Gesetze, in alles Erschaffene und es gibt keine guten Gesetze, es sei denn, sie müssen danach abgeleitet sein. Doch obwohl alles in Vraldá ist, die Bosheit der Menschen kommt nicht von ihm. Bosheit entsteht durch Trägheit, Unordentlichkeit und Dummheit. Darum kann sie wohl den Menschen schaden, Vraldá niemals. Mit dem Jol wandelt und wechselt alles Geschaffene, aber Gott ist alleine unveränderlich. Dadurch, dass Vraldá Gott ist, so mag er auch nicht verändern, und dadurch, dass er bleibt, deshalb ist er alleine das Wesen und all das andere nur Schein. Aber weil sein Sein stetig weitergeht, so kann dort nichts an seiner Stelle bleiben. Darum wechselt alles, erschaffene Dinge vom Ort, von der Gestalt und auch von der Denkweise. Deshalb kann weder die Erde selbst noch irgendein Geschöpf sagen, ich bin, aber wohl, ich war. Auch kann kein Mensch sagen, ich denke, sondern bloß, ich dachte. Eva, das bedeutet Satzungen, Gewissen, Gemüt, Seelengesetze, die bei allen Menschen gleicherweise in ihr Gemüt geprägt sind, auf das sie wissen mögen, was Recht und Unrecht ist und wodurch sie befähigt sind, um ihre eigenen Taten und die von anderen zu beurteilen. Das will sagen, insoweit sie gut und nicht verbrecherisch aufgezogen sind. Auch ist dann noch ein anderer Sinn damit verbunden. Eva bedeutet auch elig, seegleich, weterlig, wassergleich, wie spiegelglattes Wasser. Recht und schlecht also Wasser, das durch keinen Sturmwind oder etwas anderes gestört ist. Wird das Wasser gestört, so wird es un-Eva, uneben, unrecht. Aber es neigt ewig dazu, um wieder Eva, eben, zu werden. Das liegt in seinem Wesen, so wie die Neigung zu Recht und Freiheit in Frias Kindern liegt. Diese Neigung haben wir durch Vraldás Geist, unseres Vaters, der in Frias Kindern wohnt. Darum soll diese Neigung uns auch ewig begleiten,